Muss doch mal gucken. Ich habe es nämlich jetzt gefunden. Warte kurz. Hier ist es. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es um das Thema Journaling im Business und warum das wichtig ist. Ich muss, glaube ich, ganz kurz definieren, was ich unter Journaling verstehe oder was ich damit meine oder wie ich das mache. Weil ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine offizielle Definition davon gibt. Also, es gibt Journaling auf zwei Arten, wie ich das praktiziere. Und es hat natürlich auch ganz unterschiedlichen Outcome in meinem Unternehmen. Und ich muss fairerweise dazu sagen, ich mache es ausschließlich für mein Business. Aber da ich eine GmbH führe, Geschäftsführerin, alleinige Gesellschafterin etc., alles, was natürlich irgendwie, sag ich mal, mich im Business blockiert, hat Einfluss auf mein Privatleben. Von daher, und es steht auch aus meinem privaten Leben und aus meinem Kopf und etc. Von daher kann man das, glaube ich, nicht so ganz trennen. Es gibt etwas, das nennen, glaube ich, alle, weiß ich aber nicht, Morning Pages. Und das ist eine Sache, wenn ich das Gefühl habe, ja, wie soll ich sagen, mich blockiert irgendetwas, ich weiß aber nicht genau, was es ist oder ich habe eine Unsicherheit oder weiß aber nicht genau, wie ich die lösen soll oder ich bin gerade überfordert, weil ich so viele Dinge, du wirst mehr in Zukunft davon erfahren oder hast es vielleicht auch schon, anstrebe und einfach so viele krasse Sachen verantwortungsmäßig auf mich zukommen, dass ich mir denke, eieiei, klappt das überhaupt? Gibt es den Part Morning Pages? Und Morning Pages heißt, du nimmst dir einfach ein, du stehst auf, logischerweise, Morning, ne? Und mach es als erstes bitte, ne? Ich möchte nicht, dass du erst Sport machst, nicht, dass du deine Familie erst knuddelst, nicht, dass du dir erst Gedanken machst, deinen Kopf anstellen zu lassen, sondern du stehst auf und während du noch schlaftrunken irgendwo landest, setzt du dich auf deinen Stuhl, machst ein leichtes Licht an und fängst an runterzuschreiben, was in deinem Kopf ist. Wenn nichts in deinem Kopf ist, schreibst du einfach nur auf, ich hasse Chris, weil ich heute das um diese Uhrzeit morgens machen muss. Völlig okay, du schreibst. Und was im Normalfall passiert, ist, dass du dein Unterbewusstsein, dein Gehirn, deinen Gedanken die Möglichkeit gibst, dass sie hervortreten können, geht natürlich auch, wenn es nicht um Business-Themen geht, ne? Hervortreten können, ohne dass du diesen Filter mit, oh, das darf man nicht sagen, oh, das möchte ich aber lösen oder oh, nein, das gebe ich nicht zu, ohne dass der überhaupt sich anstellen kann, der schläft sozusagen noch, ermöglichst du das Unterbewusstsein, deine Ängste, alles rauszukommen, indem du einfach nur rausschreibst und das liest man sich nicht mehr durch, da denkt man auch nicht mehr wirklich drüber nach, aber das ist ein sehr reinigendes Gefühl. Und das würde ich auch ein paar Tage mehrmals machen. Das ist eine bestimmte Art von Journaling, finde ich jetzt, die ich nutze. Eine andere Art von Journaling ist das hier. Und das ist, das habe ich im ersten Jahr der Gründung gemacht. Ich habe nicht jeden Tag reingeschrieben, sieht man ja auch. Aber ich habe zumindest versucht, am Anfang fast jeden Tag und dann an den wichtigsten Ereignissen einfach einen Statusbericht zu schreiben, wie so ein kleines Mini-Tagebuch. Ich bin absolut kein Tagebuchschreiber, ich habe das noch nie in meinem Leben gehabt. Deswegen, wenn du gerne Tagebücher schreibst, wird das mit Sicherheit bei dir voll gewesen sein. Bei mir war es das nicht. Aber ich habe ein Business Journal gehabt, wo ich am Anfang alle Durchbrüche, alle Schwierigkeiten, alle Schritte auch so ein bisschen runtergeschrieben habe. Und ich bin ja dabei, muss es jetzt leider aus den Gründen, die du wahrscheinlich kennst, die wir aktuell haben und die auch in Zukunft sein werden, ein bisschen verschieben. Aber ich bin dabei, mein drittes Buch zu schreiben. Diesmal kein Ernährungsbuch mit vegan, sondern tatsächlich ein Businessbuch. Also eigentlich mein Mipreneur-Buch, meine Gründungsgeschichte bisher. Und das fand ich cool, weil dadurch habe ich hier ein bisschen was aufgeschrieben, was mir wirklich hilft, auch mich daran zu erinnern, wie es war. Ich sehe gerade mal, wann ist der erste Eintrag gewesen? Und am 20.08.2017. Heute habe ich meinen Namen als Marke eingetragen. Zudem habe ich, das war Chris Nikus, habe ich Entreport gekauft und verliebe mich in das System. Da ab 16. September die Membership-Seite online und geöffnet sein soll, muss ich ab 1. September die Pro-Version buchen und alle kostenlosen Module fertig haben. Zudem läuft es ab heute meine Workbook-Landing-Page. Ah ja, das war ja ganz am Anfang. Da weiß ich noch, dieses Tool kostet, glaube ich, monatlich 100 Euro oder so. Und jetzt denke ich mir, es sind Peanuts. Damals dachte ich, ich kann mir das nicht leisten. Ich habe genau ausgerechnet, wann ich das buchen muss, damit ich genau die Testversion habe, um alles aufzusetzen, damit ich genau rein theoretisch Glück habe und am 16. September launche, die Seite online gehe und ich mit den ersten Buchungen schon mir dieses Tool leisten kann. Hat auch geklappt. Heute läuft mein erster Split-Test. Oh Gott, warum habe ich denn so viel mit Facebook-Kampagnen angefangen? Eieiei. Ach, bin ich blöd gewesen. Ja. Und also man sieht, es beginnt, Frauen, ne? Es beginnt mein Monat. Ich bin sehr froh, dass ich gestern beim Friseur war. Die Farbe gefällt mir zwar noch nicht 100% und sie sind viel kürzer, aber es sieht um einiges gepflegter und voller aus. Ein guter Schritt.
Ja, also das sollte man da vielleicht nicht reinschreiben, aber anscheinend war mir das wichtig. Es ist wichtig, damit du eine Möglichkeit hast, mit jemandem zu sprechen. Oder auch wenn es nur in dem Sinne ist, du sprichst mit jemandem und du schreibst es runter. Weil wenn du ein Business startest, wenn du online startest, wenn du ein neues Projekt angehst, das ist eine Situation, das ist so, da bist du noch so verletzlich. Und wenn du da mit anderen sprichst, die dann vielleicht, wir wissen alle, wie manchmal unsere besten Freunde sogar sein können, die wollen uns beschützen, sagen Sachen, die uns eher runterziehen, meinst aber nicht böse etc. Und wir haben Angst, über unsere Idee zu sprechen. Wir natürlich denken, dass jeder sie klaut, alles, was auch mal dazugehört. Du hast in diesen Momenten wahrscheinlich nicht immer den richtigen Ansprechpartner. Und da hilft es extrem, dass man eine Möglichkeit hat, das aufzuschreiben. Einfach nur, um es runterzuschreiben. Das ist ein Journaling, was ich wirklich relativ oft gemacht habe. Was ich wirklich, ich will gerade mal so eine Sache raussuchen, wo ich wirklich mal Panik bekommen habe, weil die Dinge sind halt auch hier drin. Die sind auch hier drin. Ich glaube, ich habe auch hier drin, wie die erste Königin im Epreneur Club war, damals noch Members Club. Das hat mich sowas von verletzt. Okay, habe ich was gut. Der zweite Launch war um eine Person besser als mein erster Launch. 17 neue Member, krass. Allerdings 8 weniger, als ich erhofft habe, okay? Cool. Wenn du mehr wissen willst, unter mipreneur.de findest du den Mipreneur Club. Den gibt es aber auch mittlerweile schon in Freemium. Ach, guck mal, hier habe ich From Vision to Reality als Hashtag für uns etabliert. 50 Verkäufe. Und das war ein Ziel. Motivation ist zurück, Kopfschmerzen sind weg. Gestern hatte ich meinen ersten Monthly Planning Workshop mit den Membern. Das war großartig. Das war am 2. November 2017. Ach, hier, die erste Vision Planner Bestellung von der lieben Nadine. Zudem hat sie gleich alles gekauft. Ich bin so dankbar. Ja, Nadine ist heute noch so, dass sie Gründungsmitglied war und fast alles kauft. Meine erste Mitarbeiterin. 30 Minuten ist mein erstes Meeting mit Franzi, meiner neuen Mitarbeiterin. Sie wird Committee Managerin. Ist für. Da habe ich noch die ganze Zeit darüber geredet, dass ich es eigentlich nicht möchte, dass ich die Inhalte abgebe. Habe ich auch wieder zurückgeholt. Oh, wie süß, ich bin so happy, ich habe 15 Member. Ja, also ich habe hier anscheinend mehr die. Ah, ich bin mega enttäuscht. Ich habe alles umsetzen können, wie geplant, habe alles überprüft und richtig umgesetzt und habe in der Komplettprogrammierung keinen Fehler gehabt. Ich habe Facebook-Anzeigen geschaltet und zwar 3 Stück. 2, siehst du? Habe ich gerade gesagt, Facebook-Anzeigen sollte man lassen. 2 Split-Tests mit meiner Werbung, ein Video und eine Chrome-Werbung? Okay, keine Ahnung. Und es haben sich nur 5 Leute angemeldet. Und das am ersten Tag, das war alles. Seitdem passiert nichts mehr, nichts. Heute musste ich wirklich mit mir ringen. Ich wollte aufgeben, aufhören, nichts mehr machen und war, wie gesagt, wirklich mega enttäuscht. Aber ich gebe nicht auf. Erstens, Angie? Montag. Ach, die erste Anzeige habe ich schon gestoppt. Die anderen werde ich vielleicht morgen aufnehmen. Ich kann mir diese teure Werbung aktuell nicht leisten, denn ich möchte weitermachen. Daher habe ich mich heute an den PC gesetzt und eine dreiteilige Erfolgsserie geplant. Diese werde ich morgen früh abdrehen und online stellen, sodass ich wirklich alles versucht habe. Die Landingpages und Mails dazu sind schon fertig. Zudem ist der, da weiß ich noch, da habe ich super kurzfristig noch was dahinter gesetzt, weil ich gedacht habe, oh, ich will, dass der Launch klappt. Hört man ja auch. Zudem ist der irgendwas Wagen so gut. Ach, zudem ist der Kinderwagen so gut wie verkauft, sodass ich die 700 Euro zusätzlich als Backup für den nächsten Monat habe für mein Business. Krass. Ich rief fast Tränen in den Augen und ich sehe, wo ich daher gekommen bin. Das war am 19.09.2017 um 0:24 Uhr. Ich glaube so sehr an mein Produkt und will es unbedingt schaffen. Ich will nicht aufgeben, ich will nicht zweifeln. Zudem habe ich über 40 YouTube-Follower verloren. Was war denn an dem Tag los? Das heißt, die meisten unterstützen meine Idee wohl nicht. Ah, das war, als ich gerade kommuniziert hatte, dass ich mich selbstständig mache online. Egal, ich darf nicht aufhören und nicht aufgeben, Schritt für Schritt. Heute in einem Jahr werde ich sehr gut von meinem Business leben können und bis dahin arbeite ich daran und genieße den Weg. Wann war das? 19.09.2017. 19.09.2018 konnte ich gut davon leben. Krass. Oh, ich weine fast. Mein armes Ich von früher. Ich würde mich gerne in den Arm nehmen und sagen, Leute, Kleine, du kriegst das hin. Aber bitte hör auf, Facebook-Anzeigen zu schalten. Dafür hast du doch kein Geld.
Egal. Sorry, ich komme vom Thema ab. Ihr merkt, ich habe es mir gerade das erste Mal durchgelesen. Es war jetzt kein geplantes Video. Nutzt das. Genau für diese Momente. Es waren 0 Uhr noch was. Ich habe nächtelang gefühlt an meinem Business gearbeitet. Es hat nicht funktioniert. In dem Moment wollte ich auch mit keinem drüber sprechen anscheinend. Weil ich dachte, ach ja, ich will mal auch den Misserfolg in dem Moment oder gefühlten Misserfolg, das war völlig normal, nicht eingestehen und. Deswegen, Journaling hilft, diese Themen, diese Unsicherheiten, diese Ängste, diese Dinge, mit denen, wo man eigentlich sonst keinen hat, mit denen man drüber sprechen kann, es einfach für sich runterzuschreiben, von der Seele zu schreiben. Und es ist, ganz ehrlich, ihr seht es ja gerade, wenn ich überlege, was ich mir dafür Gedanken gemacht habe und ich hätte aufgeben können. Ich hätte sagen können, wie schon bei einem ersten Part, ich lasse es sein. Ich habe Angst, es läuft nicht. Ich hatte 15 Leute oder 10 damals vielleicht, 40 YouTube-Leute verloren, wahrscheinlich von 200. Ich hätte sagen können, okay, ich lasse es sein. Alles gar kein Thema. Aber ich habe es nicht und jetzt, eieiei, mindblowing, was ich erreicht habe. Deswegen nützt diese Möglichkeit, runterzuschreiben, was in euch vorgeht, Ängste runterzuschreiben, Erfolgserlebnisse runterzuschreiben. Das muss keiner lesen. Ich konnte es ja selbst kaum lesen gerade. Das muss nicht irgendwie kuratierte Sachen sein. I don't know. Es muss einfach nur für euch sein und es hilft euch. Wenn du noch Tipps hast oder wenn ihr Tipps habt, wie ihr Journaling nutzt, ob ihr es schon gemacht habt, ob ihr es ausprobieren wollt, schreibt mir es gerne auf Instagram als direkte Nachricht unter mipreneur-gmbh. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr mehr. Tatsächlich sind es jetzt nicht Planung- oder Organisationstipps, sondern rohe, sagt man das, raw, Behind-the-Scenes-Einblicke, transparente Inhalte, vor allem auch ja, in den Ängsten, Unsicherheiten, Schwierigkeiten, die man so hat, obwohl man damals noch gar kein richtiges Business, heute ein sehr gut laufendes Business hat, ist es trotzdem noch, habe ich trotzdem noch ganz schön viel da reinzuschreiben und schaffe es nur aktuell nicht, weil sonst meine Tochter mir das Buch wegnimmt, aber, oder selber reinmalt, aber rein theoretisch, das wird nicht weggehen und das ist ein Outlet, der wichtig ist, momentan mache ich es halt digital. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Geh unbedingt auf mipreneur.de. Wenn du Tipps haben möchtest, auch natürlich kostenlos, die dazu führen, dass du das als Fehler nicht machst, sondern gleich lernst, wie der Weg funktioniert, damit du ein profitables Online-Business starten kannst. Und dann sehen wir uns in einer nächsten Episode wieder. Vielleicht auch in einem Blog. Bis dahin, alles erdenklich Gute. Aufgeschrieben, welche 6 Leute gekündigt haben.